herzlich willkommen auf Cat West im Machloop. Der Name Machloop, der stammt nicht etwa von Ernst Mach, der 1860 den Doppler-Effekt belegte und namensgebend für die Machzahl ist. Nein, der Name stammt von der kleinen Ortschaft Machenle im Süden der Tälerlandschaft, die den Machloop ausmacht oder auch Roundabout, wie US-Piloten den Rundkurs nennen. Und ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich es geübt habe, diesen Ortsnamen auszusprechen. Der Machloop, der gehört zur LFA 7, der Low Flying Area 7 im Nordwesten von Wales. Offiziell ist die LFA 7 inklusive Machloop ein Tiefflugtrainingsgebiet. Inoffiziell ist der Machloop die vermutlich legendärste Location für Spotter. Piloten, die hier öfters durchfliegen, die wissen auch ganz genau, wo die Spotter sind. Ich meine sogar, dass eines der lustigsten Bilder ziemlich genau hier entstanden ist. Rein von der Flugrichtung her müsste das Cat West sein oder vielleicht auch Spur. Zu den Namen der Spots später noch mehr. Steht sogar auch noch auf meiner eigenen To-Do-Liste, einfach hier mal den einen oder anderen Tag zu verbringen. Aber bis es soweit ist, kann ich immerhin schon mal ein paar Rundenzeiten in der Luft aufstellen. Und zwar heute in der T-45C von India Foxtrot Echo im Flight Simulator. Wir starten oder sind gestartet von RAF Valley, ICAO Code EGOV, gute 50 nautische Meilen nördlich vom Machloop. Ich nutze hier einen Mod für den Flugplatz und für die Zelte bzw. Menschen auf den Hügeln im Machloop selbst. Die Links dazu sind in der Beschreibung. In der Beschreibung ist auch ein Link zu dem Flugplan, den ich hier verwendet habe. Am Anfang wäre ich ohne Flugplan wirklich komplett verloren gewesen. Nach ein paar Runden findet man sich aber eigentlich doch recht gut zurecht. Bevor etwaige Kommentare kommen, lasst uns das direkt am Anfang aus dem Weg räumen. Ja, die T-45C ist definitiv nicht auf dem Niveau eines Moduls in DCS. Nichtsdestotrotz macht es mir echt Spaß, damit ein paar Runden durch den Loop zu fliegen. Außerdem wollte ich mir schon mal Arbeit von India Foxtrot Echo anschauen, da sie immerhin eine MB339 und G91 für DCS entwickeln. Auch wenn der Flight Simulator nicht vergleichbar ist, so habe ich doch schon mal einen ersten Eindruck von dem Modulentwickler sammeln können. Und ich persönlich vergleiche den Flight Simulator und DCS auch nicht, weil die wollen ganz unterschiedliche Dinge. Das ist ein bisschen wie Äpfel und Birnen vergleichen. Ich kann mit beiden auf seine ganz eigene Weise einfach meinen Spaß haben. Zurück zum Machloop. Wir fliegen den North Entrance, den nördlichen Einflug in den Machloop. Ich blende euch einfach mal oben rechts die VFR-Map vom Flight Simulator ein. Da seht ihr auch den Flugplan und irgendwann gleich kommt da auch richtig der Loop ins Bild. Dann könnt ihr das ein bisschen verfolgen. Die kleine Ortschaft unten links, da also links im Bild, da wo sehr viel Strand ist und ein einigermaßen deplatziert wirkendes Windrad, die kleine Ortschaft heißt Barmouth und da möchten wir ins Landesinnere sozusagen abbiegen und dem immer enger werdenden Flusslauf einfach erstmal ja so die eine oder andere Meile folgen, bevor wir dann rechtsrum wirklich zum Einflug in den Loop abdrehen. Da wird dann auch ziemlich direkt Cat West und sowas kommen, aber das sage ich alles gleich nochmal. Es kann aber jetzt sein, dass ich durchaus ein bisschen stiller werde, denn nicht zu jedem Baum links und rechts im Bild gibt es irgendwie was Interessantes, was Spannendes zu sagen. Zumal hier so viel eh gar nicht in der Gegend ist. Das ist halt das sehr ländliche Wales hier. Da ist nicht viel. Wir folgen erstmal dem Flusslauf. Ich gebe ein bisschen Schub dazu. Ich versuche das in der T45 mit so ziemlich 350 Knoten plus minus zu fliegen. Das ist eine ziemlich akzeptable Geschwindigkeit. Wenn man schneller fliegt, wird es halt irgendwann schwierig, die engeren Turns noch richtig zu kriegen. Und die Flussmündung wird langsam immer enger. Das ist ein gutes visuelles Signal, ein bisschen nach rechts zu drehen. Da gucke ich schon mal ein bisschen nach rechts. Da kommt hinten unter dem Spiegel quasi kommt eine etwas größere Ortschaft ins Bild. Da möchte ich nördlich dran vorbeifliegen. Die Ortschaft nennt sich Dolgellor, glaube ich. So ähnlich zumindest. Und da möchte ich nicht im Normal, also in echt möchte ich da wahrscheinlich nicht in dieser Höhe drüber flitzen, um die ganzen Anwohner nicht aufzuschrecken. Deshalb halte ich mich jetzt hier ein bisschen nördlich und ziemlich direkt hinter der Ortschaft. Jetzt am rechten Bildrand erhebt sich so ein kleines Hügelchen nah bei uns. Da möchte ich rechts drumherum flitzen. Denn das bringt mich so wirklich
so wirklich zum Einflug in den eigentlichen Machloop. Das ist ein etwas härterer Turn. Ich nehme meinen Kopf nach oben, um das kleine Tal zu erkennen, in das es reingeht. Das ist jetzt gerade hinterm Spiegel verschwunden. Und ziemlich genau an diesem Eingang befinden sich Cat West und Cat East. Cat West kommen die jetzt als Markierung ins Bild. Cat East ist auf der, naja, im Bild linken Seite des Tals, wo wir gerade genau drauf zufliegen eigentlich. Und deshalb kriegt Cat East gerade ein schönes Bild von meinem Bauch. Cat West kann mich einmal schön von oben fotografieren und da unten ist ein Parkplatz für Cat West. Das finde ich auch total spannend, dass man da unten direkt parken kann. Wir folgen der A487 auf den See zu, biegen aber jetzt gleich vor dem See einmal scharf nach links ab. Wir folgen quasi dem Lauf dieser Straße, dem Lauf der A487. Die werden wir immer mal wieder so ein bisschen unter uns aufblitzen sehen. Nach der Linkskurve geht es erstmal ein kleines bisschen geradeaus. Ein kleines Stückchen weiter nach links und dann folgt ein, naja, mittelmäßig harter Rechtsturn. Nee, noch nicht der, sondern der nächste. Da knickt die A487 einmal nach rechts weg. Wir folgen der Straße weiter, hören jetzt aber auf, der Straße zu folgen. Die nächsten beiden Kurven werden nämlich ein bisschen zu eng, deshalb skippen wir hier einmal über die Hügelkante drüber hinweg. Und danach wieder runter und hinter dem kleinen Hügelchen jetzt links im Bild, da drehen wir, naja, relativ hart nach links weg. Immer noch, also ab jetzt wieder der A487 folgend. Die ganze Straße zieht sich im Prinzip so ein bisschen durch den Machloop, beziehungsweise nennt sie sich zwischendurch auch mal um, denn irgendwann ab gleich wird sie A489 heißen und zwischendrin noch zweimal den Namen wechseln. Ab jetzt folge ich quasi dem Flusslauf. Eigentlich könnte ich mich auch weiter an der A487 entlanghangeln, die ich glaube ziemlich genau jetzt zur A489 wird. Aber die sieht man hier immer relativ schlecht. Deshalb folge ich hier mehr dem Flusslauf und genieße den entspannten Tiefflug über die schönen grünen Wiesen. Was übrigens alles größtenteils, ja nicht nur größtenteils, ich glaube sogar wirklich alles privates Land ist hier drumherum von Farmern und sonstigen. Es wäre wirklich extrem ländliche Gegend. Und auch die Spotterplätze, von denen wir gleich noch zwei sehen werden, die sind alle auf privatem Land. Aber die Spotter und Fotografen und was da noch so alles rumkreucht und fleucht, das wird alles ziemlich gut toleriert von den Farmern. Und die sorgen natürlich auch dafür, dass die ganze Gegend dann irgendwie müllfrei bleibt und hinterlassen die Plätze nicht wie Sau und sowas. Das ist eine ziemlich coole Community eigentlich. Wie gesagt, auf meiner eigenen To-Do-Liste steht dort auch noch, da mal irgendwie hinzufahren. Und ziemlich genau unter uns ist die A489. Ich orientiere mich aber trotzdem weiter am Flusslauf. Die A489 wird jetzt irgendwann zur A470 durch eine Kreuzung. Und verläuft aber trotzdem eigentlich weiter in dieselbe Richtung. Und ich hangele mich so ein bisschen, ja, den Tälern weiter entlang. Und so nach der zweiten oder dritten Runde kennt man die Hügel und Berge hier eigentlich doch ganz gut. Gleich folgt eine relativ scharfe Linkskurve, gefolgt von einer nicht unschärferen Rechtskurve. Das war schon die einigermaßen scharfe Linkskurve. Wir fliegen jetzt im Prinzip auf die nächsten beiden Spotterpunkte zu. Bulk und Spur heißen die. Bulk wird BWLCH geschrieben. So richtig schön walisisch noch. Die kann ich euch im Bild nicht direkt markieren, weil wir da einfach zu schnell vorbei sind. Aber im Prinzip dieser Hügel jetzt rechts. Wir drehen jetzt im Prinzip in so ein Tal ein. Rechts von uns ist Spur, links von uns ist Bulk. Und gerade bei Bulk kann man wohl auch noch mal ein paar richtig schöne Bilder schießen. Und im Prinzip sind wir damit eigentlich fast durch mit dem Machloop oder Roundabout. Wir folgen noch ein bisschen der A470, die jetzt auch irgendwann wieder zur A487 wird. Aber damit sind wir eigentlich wieder am Anfang. Wir fliegen jetzt im Prinzip wieder genau auf das Tal zu mit Cat West auf der rechten Seite und Cat East auf der linken Seite, nämlich ziemlich genau dieses Tal. Und da hört der Machloop eigentlich auf. Wir können jetzt eine zweite Runde drehen, indem wir jetzt vor dem See wieder links abbiegen. Ich habe mich dafür entschieden, nur eine Runde zu drehen für das Video, weil in der zweiten Runde, hallo Spotter, da konnten wir nochmal eben Hallo sagen, weil in der zweiten Runde wüsste ich jetzt sowieso nicht, was ich euch noch Neues sagen soll.
Und deshalb machen wir jetzt einfach den Ausflug. Ja, an den Spottern bin ich jetzt mal ein bisschen schneller vorbeigeflogen. Man muss denen ja auch ein bisschen was bieten. Der Machloop wird zu meinem besten Wissen, man findet da gar nicht so viel offizielles Zeug drüber oder mein Google-Fu hat an der Stelle einfach nicht ausgereicht. Meinem besten Wissen nach wird der Machloop immer nur von 2 Luftfahrzeugen gleichzeitig genutzt, nee, bis zu 4 Luftfahrzeuge gleichzeitig, also nur ein Flight gleichzeitig. Und man dreht maximal 2 Runden. Nach 2 Runden fliegt man dann auch wieder da raus. Im Prinzip fliegen wir jetzt so den South Entry eigentlich wieder raus. Ich meine aber, es gibt auch noch einen North East Entry, möchte ich es fast nennen. Also ein Entry im Nordosten vom Landesinneren kommend. War jetzt zumindest nicht in dem Flugplan drin, den ich online gefunden habe. Und mangels anderer, ich sag mal offiziellerer Informationen, wusste ich da jetzt auch nicht genau, ob es da wirklich noch irgendwo Entry Points gibt und so weiter und so fort. Von daher habe ich mich jetzt einfach an dem Flugplan hier ein bisschen entlang gehangelt. Übrigens fliegen die nur montags bis freitags durch den Machloop an Wochenenden und auch ja, an sonstigen Feiertagen, wenn in England denn dann mal Feiertage sind, da ist in der Regel kein Flugbetrieb. Also wenn man da hinfahren möchte, um ein bisschen was zu spotten, montags bis freitags, wenn kein Feiertag ist. Irgendwann komme ich da sicherlich noch einmal hin. Aber das war im Kern der Machloop. Ich beschleunige den Rückflug jetzt mal wieder ein bisschen, denn ja, Rückflug ist halt Rückflug, ne? Bisschen Höhe gewinnen, relativ lange geradeaus fliegen und irgendwann in den Landeanflug übergehen und so weiter und so fort. Also ich fliege jetzt einfach nur nach RAF Valley, ICAO Code EGOV zurück und lande dort. Ja nun, nach der Landung bleibt mir dann auch nicht mehr viel weiter übrig, als sozusagen mit euch in Parkposition zu rollen und mich dementsprechend von euch zu verabschieden. Wir nehmen mal die schöne Parkposition gegenüber von der F-16 und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Falls ihr das Ganze nachfliegt und selber ein paar Runden im Machloop dreht, schreibt mir gerne unten drunter, wie eure Erfahrungen im Roundabout sind. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!